Hallo und herzlich willkommen zurück im Trivies Playground. Es gibt jetzt eine neue Folge von Assassin's Creed Revelations. Im letzten Teil sind wir hier in diesem Galateturm, weil wir jetzt erst das Buch gefunden haben. Da stand dann drin, ja, geht mal dahin. Also haben wir es direkt mal gemacht. Mehr habe ich hier auch noch gar nicht gemacht, außer hier irgendwo von da oben bin ich, glaube ich, reingekommen. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch gleich mal weiter. Hier scheint es runter zu gehen, ja. Da mal gucken, was uns hier in diesem Turm so erwartet. Oh, das sieht ja stabil aus. Oh. Also Ezio hängt dran, das Ding bricht zusammen. Drei Steine hängen dran, passiert nichts. Wow. Banzai. Das gibt Eierschmerzen. Keine Kinder. Sicher anders geplant. Ja, die Höhlen hier erkunden. Ja, bleibt jetzt anderes übrig, ne? Ah, diese Big Time Events oder wie heißt es? War zu kurz. Okay, das war die falsche Richtung. Starten wir direkt mit dem Fail, das ist auch schön. Aber wenigstens sparen wir uns noch über die Rutschpartie. Da habe ich das eben nicht hingeschafft. Wo soll ich denn sonst hin? Die Kamera zeigt ja auch schon, dass ich da hin soll, aber. Alle guten Dinge sind drei. Ich versuche das gleich mal mit dem Enterhaken nochmal. Beziehungsweise mit der Handklinge. Die hatte ich jetzt irgendwie kurz vergessen. Zweimal. Den Timer ein bisschen schneller hoch. Kennen wir hier alles schon. Und wann sei mir Tatenklänge? Na, geht doch. Sagen. Jetzt ziehe ich mich mal nach rechts. Nochmal Banzai. Also machen wir eine Rutschpartie. Banzai! Das Licht am Ende des Tunnels. Geh nicht ins Licht! Weißes Tuch bedeutet ja immer, dass man hier eine Kletterparty starten kann. Also machen wir das doch gleich auch nochmal. Zumindest hieß es das in den vorigen Teilen immer. Keine Ahnung, ob es ja auch einen kürzeren Weg gegeben hätte. Aber. So habe ich mir jetzt mal alles gezeigt. Neu wird. Das sieht. Ich doch festhalten geht.
Oh, das war wieder knapp. Muss ich ja mal wieder, ich weiß, ich mache das oft, aber die Entwickler loben hier. Ich finde, das ist sehr schön gemacht. Diese Kletterpartien sind nicht mehr ganz so einseitig, also das macht schon ein bisschen mehr Spaß als die vorigen Teile. Da muss man sich hier echt teilweise ein bisschen was überlegen, um weiterzukommen. Statt einfach nur stures Klettern. Immer schön durch den Wasserfall, das ist auch sehr schön. Mal was Neues. Ja, da geht's auch schon weiter. Zwar, vor allem geht das Klettern jetzt mit dieser Hakenklinge um einige schneller durch diesen Sprung, den man jetzt hat. Man kann natürlich auch angenehmere Höhen damit überwinden. Versuche ich mal da. Oh, nicht gut. Schnell. Boah. Das war knapp. Also aufpassen, wo man hintritt. Hier noch nach einem Todessprung aus. Na dann, wart mal Zeit. Banzai! Oh, die Kamera kann ich hier leider nicht drehen. Jetzt geht's wieder. Aber gut, dass ich da nicht unter der Brücke durchgeschwommen bin. Die Stange hat es jetzt nicht so gebracht, aber okay. Das sieht doch gleich wieder nach Zusammenstürzen aus. Hopp, hopp. So, noch runterfallen fast. Okay, das war falsch. Dann hier oben. Ein paar Truhen oder Schätze hier auf dem Weg wären ganz interessant gewesen. Weil es macht ja auch Sinn, dass man in so einer Höhle Schätze findet, natürlich. Aber naja. Wollen ja nicht so viel verlangen. Ach gut, da kommt man so auf. Ich dachte gerade, ich renne mal dagegen. Nein. Das war... Aber wie man eben schon gehört hat, geht gerade schon der Countdown für die 100%ige Synchroflöten. Das habe ich leider vergessen. Dass ich da ja eine Zeitbegrenzung habe. In der ich in einer bestimmten Zeit hier halt durch muss. Und das ging natürlich dann mit der Laberzeit und diesen ganzen Stürzen dann davon ab. Somit habe ich auch mal wieder nicht die volle Synchro erreicht. Hätte ich mal ein bisschen schneller durchspringen müssen hier. Aber das kommt davon, wenn die blöden Let's Player immer so viel labern.
springen dürfen gerade. Sondern einfach nur drüber gehen. Gut. Das nächste Mal ist man immer schlauer. Fies wäre das, wenn diese Kabel, an denen man sich runterhangelt, runtergleitet, wie auch immer, wenn die auf einmal reißen würden, da kann man sich nicht so leicht irgendwo festhalten. Wieder hier lang. Nein, nicht schon wieder. Fail. Ach, heute wird wieder schön fleißig rumgefailt. Wer will noch nicht, wer hat noch mal. Boom. Jetzt aber rauf. So viel zum Thema, es wäre cool, wenn die mal reißen. Nö. Die paar Sekunden, die hätte er mir auch noch geben können hier. Trotz Gelaber war das aber ganz knapp, also wenn man das normal spielt. 1600 gerade bekommen. Oh. Nee, wenn man das normal spielt, dann kann man das mit Sicherheit auch mit der vollen Synchronität schaffen. Ich denke mal, ich muss hier jetzt Lucky Lucky machen. Sie Lucky Lucky lalisiert. Aber erstmal will ich die noch hier plündern. Dann interagieren wir mal. Komischerweise sehen die Räume alle gleich aus, wo die Schlüssel drin sind. Zwei von fünf Massiv-Schlüssel behalten. Ja, die volle Synchro. Wie eben bereits erwähnt, leider nicht bekommen. Naja, man kann nicht alles haben. Entweder Spaß oder gut sein. Na okay, das geht beides. Was kommt denn jetzt? Es scheint die gar nicht zu jucken, dass man da aus der Kanalisation kommt. Das ist wohl bei denen an der Tagesordnung. Warum auch nicht? Ich reise auch immer durch die Kanalisation. Ups. Ja. Vorstellung, doch was soll das? Nee. Ich dachte gerade, das hat hier so dieses blinkende Geräusch gemacht, also dass ich hier so Splitter des Animus finden kann vielleicht. Aber da habe ich mich wohl verhört. Ja, niemand. Wer könnte einem solchen Mann entkommen? Ah, zwei. Synchro. Neun von 22 erst. Da habe ich noch eine ganze Menge vor mir hier. Banzai! Ich finde das immer wieder lustig, wieso auf Gebäuden, beziehungsweise auch auf dem Galateturm vorhin, beziehungsweise im letzten Let's Play, solche Heuballen stehen. Dieser Galateturm
den man da vorne nochmal sieht, über dem Kopf von Ezio, ist ja nicht wirklich klein. Einmal, warum stapelt da jemand Heu? Und zum Zweiten, wieso weht der Wind den nicht weg? Aber naja. Man muss ja nicht alles haben, ne? Der stöhnt aber teilweise ganz schön in der gute Aktion. Gut, würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich aus dieser Höhe fallen würde. Ich glaube, ich muss da doch rüber. What? Aber das hatte ich ja, glaube ich, hier im letzten Let's Play oder vorletzten schon mal erwähnt. Ich habe jetzt hier fast ein Viertel der Bekannteanzeige voll. Und auf der Map nirgends sowas zu sehen, beziehungsweise hier in der Umgebung, um diesen Bekanntheitsgrad zu verringern. Da gab es in den vorigen Teilen weitaus mehr Möglichkeiten, finde ich. Aber man kann nicht. Das macht ja auch Sinn, dass man die Maps wird wie im zweiten Teil, glaube ich. Ach ja, hier wieder eine schöne Erinnerung von Altair nachspielen. Denke ich mal. Zumindest hatten wir das beim letzten Schlüssel, ja. Was jetzt in dieser Erinnerung folgt, seht ihr dann im nächsten Let's Play. Also viel Spaß und ciao, ciao. Bis dann.